Schnallt euch fest. Herzlich willkommen zu einem neuen Teil Auswandern Ungarn hier auf diesem Kanal. Wer hätte gedacht, dass ich nochmal ein Video mache zu Auswandern Ungarn. Es ist die vierte Staffel, glaube ich, mittlerweile. Ja. Und bevor jemand in die Kommentare schreibt, wieder, dass meine Tochter erstickt. Die erstickt nicht. Ich mache ihr das immer nur über den Kopf, damit sie nicht geblendet wird und so. Wir kommen gerade von draußen rein und deswegen habe ich den Schal drum gehabt und so. Also keine Sorge, die kriegt Luft und es geht ihr wunderbar, sie schläft. Wie viele von euch wissen, haben wir ein Haus in Ungarn gekauft vor einigen Jahren, was stark sanierungsbedürftig war und ja, nicht mehr so ist, aber war. Wir haben ganz viel dort gemacht, machen lassen. Ich verlinke euch mal die Staffel 1 und 2 und 3 Auswandern Ungarn. Da seht ihr halt, wie wir es gekauft haben, wie wir den Tag beim Notar waren, wie wir es besichtigt haben und alles. Ich habe euch überall mitgenommen. Wir wurden immer belächelt und ausgelacht und so. Und das wird eh nichts und so. Und es hat auch sehr viel länger gedauert als ursprünglich geplant, was auch zum Teil unsere Schuld war, weil wir halt immer wieder vom Plan abgewichen sind. Ne? So, erst haben wir gesagt, wir machen nur das Nötigste fertig im Haus. Dann haben wir gesagt, okay, dann reißen wir die Wände raus und so. Okay, dann machen wir das Dach schon mal, was wir erst gar nicht machen wollten und so. Und so wurde halt immer wieder, hat sich's hinausgezögert mit der Sanierung. Ja, und letztes Jahr kam dann Corona. Wir waren im Sommer letztes Jahr das letzte Mal da und es war halt echt noch eine Ruine, unser Haus. Wir haben im letzten Aufenthalt, also im Sommer letztes Jahr, haben wir bei E.ON den Gasanschluss oder die Gasleitung von der Straße auf unser Grundstück beantragt. Und das wurde jetzt tatsächlich gemacht. Also wir haben jetzt Gas an unserem Grundstück und da bin ich sehr froh, oder wir. Denn es ist jetzt noch kostenlos gewesen, dass sie das gemacht haben. Und man weiß ja nicht, nachher kommt da irgendwann eine Gebühr drauf oder man muss das selber zahlen. Also es war so ein Bagger bei uns und die haben das ausgegraben da halt, wie auch immer. Und jetzt haben wir halt Gas bei uns am Grundstück. Und jetzt hat der Architekt oder ein Architekt hat jetzt eine Zeichnung gemacht um das Haus rum, wie halt die Gasleitungen gelegt werden und alles. Weil wir möchten später mit Gas kochen, also ein Gasherd und halt eine Gasheizung. Wir haben ja Heizungsrohre legen lassen oder so Schläuche. Im Boden sind die überall verteilt und das wird halt mit Gas gemacht und sind wir schon mal einen Schritt weiter. Jetzt warten wir halt auf einen Installateur oder wir suchen einen Installateur, der uns das halt alles baut. Also es wurde gezeichnet, wir haben Gas am Grundstück, aber ja, wir haben keinen Installateur, der uns das alles installiert. Was aber noch passiert ist, ist, dass die Wände verputzt wurden und begradigt. Teilweise waren die Wände echt so schief, krumm und schief. Die wurden halt begradigt und verputzt. Die müssen jetzt halt nur noch gestrichen werden. Und wenn der Installateur da war, wenn wir denn dann einen haben, dann wird Estrich gegossen oder wie auch immer das heißt, weil der Boden auch nicht eben ist. Aber es muss halt geguckt werden, so dass diese Rohre, die halt verlegt wurden, dicht sind. Und erst wenn das ist, wenn wir das wissen, dann wird der Estrich gegossen oder was auch immer, dass der Boden gerade ist und dann können Fliesen gelegt werden. Und dann sind die Wohnräume quasi fertig, ihr Lieben. Also es wird jetzt noch Gas gelegt, Estrich gegossen und ausgehärtet. Das dauert, glaube ich, ewig lange. Und dann gefliest. Und dann ist nur noch das Badezimmer. Also im Badezimmer, da muss noch alles gemacht werden. Badewanne rein, Dusche, alles Mögliche muss da noch gemacht werden. Aber es ist nicht mehr so viel wie am Anfang. Also wir sind wirklich tatsächlich fast fertig mit unserem Haus. Und das macht uns mega happy, obwohl wir jetzt ewig nicht da waren und wir wissen auch nicht, ob wir im Sommer hin können. Denn wir würden es gerne einrichten, unser Haus natürlich, jetzt im Sommer. Wissen nicht, ob es klappt. Wir hoffen es natürlich. Ist natürlich abhängig davon, ob wir einen Installateur finden. Mit dem Auswandern, eigentlich war ja geplant für 2028, dass wir das so anstreben als groben Richtwert.
Ich habe es schon ein paar Mal in Videos angedeutet, dass wir vielleicht eher auswandern. Also uns schwebt so vor, also am liebsten natürlich sofort, ne? Aber ja, 2 Jahre oder so, dass wir hier abhauen. Also diese jetzige Situation mit Corona und Arbeiten, ihr wisst, also viele von euch wissen, wir sind selbstständig, wir haben einen Einzelhandel und der ist dann immer auf, zu und das ist die absolute Katastrophe. Ja, wir sind halt echt am Überlegen, ob es sich lohnt, noch hier zu bleiben, aber ja, dazu mache ich euch nochmal ein extra Video, weil ja, das ist halt ja nicht nur der Laden, den wir haben, ne? Wir würden halt, egal, ich mache euch dazu ein extra Video. Jetzt wollte ich halt nur erzählen, weil viele immer fragen, habt ihr noch euer Haus in Ungarn oder so? Das haben wir noch, es geht auch voran. Ja, ich kann euch halt keine Bilder zeigen, weil wir halt nicht da waren und ja, wollte euch halt nur ein kurzes Update geben. Ist auch ein kurzes Video, aber so wisst ihr Bescheid. Und wenn wir wieder hinfahren nach Ungarn, dann nehmen wir euch natürlich mit und dann zeige ich euch das. Und die grunzt jetzt gerade wieder so, keine Sorge, die träumt einfach. Und dann macht sie diese Babygeräusche, die hat keine Krankheit oder so. Wurde mir alles schon in die Kommentare geschrieben. Ja, das war's. Also ohne Plan wieder ein Video gemacht. Ich glaube, es ist ziemlich wirr, aber egal. Es geht im Haus gut. Wir hoffen, wir sehen es bald wieder. Und ich danke euch fürs Zuschauen. Und ich starte jetzt halt die Staffel Auswandern Ungarn 4. Da kommt dieses Video rein als erstes Video. Und ich hoffe, dass da dieses Jahr noch einige Videos zum Thema Ungarn zukommen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich muss meinem Video noch was hinzufügen. Das ist mir jetzt erst aufgefallen, nachdem wir schon Abendbrot gegessen haben und ja, der Tag schon. Also ein paar Stunden schon vergangen sind. Und zwar haben wir Fensterbänke auch für unser Haus in Ungarn. Die wurden schon angefertigt. Und zwar haben wir uns da entschieden für Naturholz. Ich glaube, das ist Eiche. Das wurde halt im Sägewerk, wurde ein Eichenstamm in Scheiben geschnitten quasi. Und das behält auch diese raue Optik. Also es ist nicht. Es ist an den Ecken, wo es halt an der Wand ist, schon gerade geschnitten. Aber nach vorne hin bleibt es halt so gruselig. Also so die Form halt, die der Baum hatte. Und die sind schon angefertigt, die sind aber noch nicht eingesetzt. Und das hatte ich vergessen, euch zu erzählen. Genau. Okay, dann jetzt aber vielen Dank fürs Zuschauen. Und ja, vielleicht sehen wir uns beim nächsten Daily Vlog oder erst bei dem nächsten Auswandern Ungarn Video. Tschüss!